Es war eine beeindruckende Eucharistiefeier, die Bischof Konrad Staser in der Klosterkirche Heiligkreuz leitete. Die Reliquie des Heiligen Kreuzes nahm natürlich einen prominenten Platz bei diesem Gottesdienst ein. Das Kloster und das Gotteshaus mitten in Donauwörth waren über viele Jahrhunderte wichtige Wallfahrtsorte und das soll auch in Zukunft so sein. Ich denke, hier ist was im Werden, im Wiederbeleben, was jetzt gerade seinen Anfang nimmt. Und das ist gut, es anzufangen mit einem Gottesdienst. Das ist mehr als ein schönes Zeichen. Ich denke, das ist die richtige Reihenfolge. Und da hoffen wir, dass das, was alles jetzt hier bedacht wird, wo man sich jetzt Gedanken und Pläne macht, dass sich was herauskristallisiert und dann Nutzung und Belebung dieses Gebäudes und der Kirche noch stärker wird. In seiner Predigt sprach Bischof Konrad auch davon, wie wichtig für Gott jeder einzelne Mensch ist. An seiner Liebe könne jeder teilhaben, er müsse nur die ausgestreckte Hand Gottes ergreifen. Für Dekan Robert Neuner war der Gottesdienst in Heiligkreuz ein ganz spezieller, gerade vor dem Hintergrund der kürzlich erfolgten Zusammenlegung dieser zuvor eigenständigen Pfarrei. Die Bedeutung dieser Kirche geht einfach über die Pfarreiengrenzen hinaus. Heiligkreuz war bis vor kurzem eine eigenständige Pfarrei mit knapp 70 Katholiken. Wir haben es jetzt im Frühjahr diesen Jahres in die Pfarreiengemeinschaft uns unserer lieben Frau inkorporiert. Und was aber diese Kirche einfach ausmacht, ist, dass sie Heimat ist für viele, die von auswärts hierher kommen, aus den Gemeinden rundherum. Ich selber bin ja nicht weit von hier aufgewachsen und kann mich gut erinnern, dass man als Kind schon immer wieder auch mit den Eltern zusammen hierher gekommen ist. Seit etwa 80 Jahren betreuen die Herz-Jesu-Missionare das Kloster und die Wallfahrt in Heiligkreuz. Mittlerweile sind nur noch zwei Patres dort aktiv. Wallfahrtspfarrer Blasius Meyer ist einer von ihnen. Das Kreuzfest ist immer unser Höhepunkt im Jahr. Ist klar, wir brauchen dazu immer einen wichtigen, guten Redner und Prediger, der das Wort Gottes verkündet. Alle Jahre bin ich bemüht, jemanden zu finden. Und jetzt sind wir natürlich besonders glücklich, dass wir den Bischof in unseren Reihen haben. Wie gesagt worden ist, zum dritten Mal bereits in Donauwörth mit dem heutigen Tag. Zum Abschluss des Gottesdienstes spendete Bischof Konrad noch den Segen für die anwesenden Gläubigen mit der Kreuzreliquie. Sie ist das sichtbare Zeichen dafür, wie bedeutend die Wallfahrt Heiligkreuz für die gesamte Region war und ist.